Thunderbike Le Mans, 3 Tage alt. Der hat den 131 Kubikinch. Tja, ich hätte auch gern den Stage 4, aber wer bezahlt mir den? Was für Felgen, Alter. Die sind schon mies, ne? Boah. Geiles Bike, Alter. Geiles Bike. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ist das eine Breakout? Aber ja, ist eine Breakout. Steht da oben dran. Kannst du bei so... Boah, Digga, Alter. Ey, der offene Luftfilter bei dem 131 Kubikinch, ne? Digga. Das Ding ist einfach nur Porno, ey. Ah, natürlich AirDrive auch. Ne, ist eine Breakout, keine Nightrod. Digga. Ja, könnte ich auch machen an meiner Maschine, ne? Den Umbau mit dem Luftfilter und allem drum und dran. Kostet aber halt, lasst mich nicht lügen, so 4.500 bis 5.000 kostet das ungefähr, die Geschichte. Viereinhalbtausend kostet der Umbau von 114 Kubikinch auf 131 Kubikinch. Und dann wird halt am Motor, ne, der Motor wird halt verstärkt und werden ein paar Sachen gewechselt. Und du kriegst dann hier noch so einen offenen Luftfilter und so. Das ist schon geil, dieser Stage 4 Umbau. Sieht schon brutal aus, ey. Ja, Männer, erinnert ihr euch noch an mein Video? Da war ich genau vor diesem Laden, meine Freunde. Vor Thunderbike. Hier, wo war das noch? Kanal, Videos. Schon eine Weile her, ne? Freunde, herzlich willkommen bei Jengis440TV. Genau hier. Ich bin mal wieder vor Thunderbike. Heute um die Maschine her. Drehen wir... Vor Thunderbike. Selbe Niederlassung. Ne? Hallo liebe Kastenbike-Freunde und willkommen zum Thunder Talk. Heute zeigen wir euch eins. Was hältst du von Indians? Also ich bin selber noch keine Indian gefahren. So von der Optik her finde ich die auch nicht schlecht. Unsere Highlights des Jahres, die GPS. Die GPS ist aus unserer GP-Baureihe. Alles schon nice mit dem Gold und so. Ich hätte vielleicht diese roten Elemente weggelassen. Oder was das hier sein soll. Dieses Kupfernrot, weiß ich nicht. Sondern die nur Schwarz-Gold vielleicht. Und verfügt wie die anderen auch über
Monoblockräder, also wirklich aus. Also ich kenne nur den Thunderbike, ich glaube nicht, dass die mehr Filialen haben. Vollen gefräste Räder, angeschweißtes Heckteil, Einarmschwinge aus Aluminium, dann in dem Fall über einen 131 Kubik-Inch Motor. Also das ist wirklich das Fetteste, was man im Moment von Screaming Eagle kaufen kann. Und das hat richtig Rums, 2,2 Liter Hubraum, das kann was. Ja, will ich auch haben. Kostet aber zu viel, habe ich nicht das Geld für. Aluminiumtank aus unserer GP-Serie alles. Die besonders aufwendige Gabel, die ist DLC-beschichtet, hat eine extreme Klemmung hier unten und verfügt über radiale Bremszangen von Brembo mit 340er Bremsscheiben. 23 Zoll Vorderrad und eine besondere Geometrie in der Brücke machen das Fahrzeug dann auch gut fahrbar. Wir haben im Heckbereich auch noch ein hydraulisches Fahrwerk, mit dem wir das Fahrzeug individuell in der Höhe verstellen können und somit auch ordentlich Bodenfreiheit haben und einen ordentlichen Federungskomfort. Also überleg mal, da kommen fast, nee, warte mal, von 1,9 auf 2,2, ne, hat er gesagt. Von 1,9 auf 2,2 insgesamt, Liter Hubraum. Finde ich dieses Motorrad sehr stimmig, auch wegen der Farbe. Das ist ein Projekt, was der Ingo Kruse für uns umgesetzt hat und interpretiert so ein bisschen den historischen Racing-Charakter der damaligen John Player Spezialgeschichten. Also mir gefällt dieses Bike unglaublich gut. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ah nee, Mann, das Ding ist schon brutal. Da haben die auf jeden Fall wieder was Geiles hingezaubert, so. Kann man nicht anders sagen. Würde ich als Zweitmotorrad nehmen, so für in der Stadt fahren oder hier in der Nähe fahren, sagen wir es mal so. Für die Autobahn nehme ich dann doch lieber meine Tura. Bitte, was macht der Typ hier? 50 Pull-Ups und 100 Push-Ups in unter... Bruder, 30 Stück, alle sauber mit dem Kopf drüber. An einem Stück, Alter. Krass, einfach nur krass. Ja, ich habe mit den 50 Liegestützen okay gesagt, weil er die ja nicht am Stück macht. So, weißt du? Aber 100 Liegestütze, ich denke mal, für den sind 100 Liegestütze am Stück auch kein Problem. Weil er ist nicht schwer und hat aber viel Kraft. So, ne? Je schwerer du bist, desto schwieriger sind ja die Sachen. So Klimmzüge, Liegestütze, das sind ja alles Sachen, wo du deinen Körper ziehen musst, ne? Wenn du nicht schwer bist, aber kräftig, dann sollte das ja kein Problem sein. Jetzt mal gucken. Vor allen Dingen auch mal, ne, Chest to the Bar, ne? Das ist halt auch nochmal was anderes. Viele sagen dann, ja, so ist ja Klimmzüge einfacher, ne? Aber mit Brust zur Stange ist das schon wieder was anderes, ne? So, wer macht denn solche Klimmzüge? Die Liegestütze sind schon okay. Klar, ihr könnt einen Ticken tiefer gehen. So, man hat es ja bei den letzten immer gesehen, ne? Die letzten Liegestütze, den er gemacht hat, der war dann dementsprechend tiefer. Aber die sind schon okay so. Ja, gute Figur auf jeden Fall, ne? Gute Form, muss man mal so sagen. Da können sich viele Leute auf jeden Fall da eine Scheibe von abschneiden, Alter. With the